Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2 und nochmal ein großes Sorry für den letzten Part, der dann doch geruckelt hat. Das habe ich dann leider erst hinterher wieder festgestellt, was mich doch sehr geärgert hat, weil ich ja einen ganzen Monolog darüber gehalten hatte, dass ich das jetzt schon zum zweiten Mal aufnehme, damit es nicht ruckelt. Hat aber doch irgendwie dann wohl was mit einer anderen Einstellung zu tun gehabt, als mit der Webcam-Einstellung, wie ich eigentlich gedacht hatte. Jedenfalls, da es geruckelt hat, habe ich dann ein bisschen rumprobiert und ja, es war halt was eingestellt über Software statt Hardware bei OBS, was ich noch nicht ganz verstehe. Auf jeden Fall ruckelt es jetzt nicht mehr. Jedenfalls hoffe ich das stark. Und ja, wenn es jetzt doch ruckeln soll, dann weiß ich gerade auch nicht weiter. Ich nehme jetzt jedenfalls auf und wir befinden uns hier an so einer ganz heiklen Stelle. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob wir, wenn wir da links, wo ich gerade unten hingefallen bin, nicht doch. Dann kommt man ja wieder auf die ursprüngliche Seite, wo so eine Schräge ist. Und ob man da nicht doch sich nochmal irgendwie ein Secret holen kann oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier lustig springen. Und die Frage ist, ob ich jetzt Anlauf nehme oder nicht. Nee, wir versuchen es mal ohne Anlauf. Ich stelle mich auch trotzdem hier wieder so hin. Und dann wollen wir auf die andere Seite. Und das wird gleich alles einstürzen. Und ich wette, das wird... Werde ich das schaffen? Direkt beim ersten Mal richtig gut. Ich habe es nämlich das letzte Mal einfach mal so für mich ausprobiert, ob ich es ein bisschen üben sollte. Und da habe ich es auf keinen Fall so einfach hinbekommen. Kann man sich hier... Nee, man kann sich nicht an diesen Schrägen festhalten. Okay, wir laufen weiter. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, wenn es jetzt nicht ruckelt. Ich hasse das wie die Pest halt. Es erinnert mich immer an früher, wo mein Rechner noch so schlecht war. Und da haben meine alten Spiele halt immer geruckelt und das nervte mich tierisch. Wer ist da? Oh! Oh! Okay. Viele Hunde, viele Gegner, alles klar. Ich glaube, ich werde mal, wie diese Doggen da dann aber trotzdem so lässig. Naja, ich hätte eigentlich speichern sollen, jetzt wo es so gut geklappt hat. Ich hoffe, das wird jetzt wieder klappen. Puh. Ich werde gleich speichern. Moment. Man kann ja auch hier hin, oder? Ist doch gar nichts los. Ich frage mich auch, ob man auf diese Balken kann oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, auch nicht so die Beste da drin, so Secrets zu finden. Aber ja, naja. Okay, da kommt er schon. Wir nehmen mal hier so ein... Hallo. Okay, der ist besiegt. Wo sind die anderen? Die kommen bestimmt, wenn ich da erst, ne? Blöd. Und wenn wir hier so einfach den hier machen... Haha, verarscht. Finde ich gut. Da können wir doch auch die Pistolen nehmen. Wenn die hier eh so blöde rumlaufen. Da brauche ich doch nicht meine Munition vergeuden. So, und der Typ ist auch weg? Oder wie sieht's aus? Ach komm. Irgendjemand ist da wohl noch. Aha. Oder nicht? Oder doch? Hm. Oh, war das jetzt geschickt, da runter zu rutschen? Kommt man da auch wieder hoch? Und kommt hier jetzt noch einer? Ja. Okay. Jo! Alle besiegt. Hoffentlich. Voll angespannt hier, weil ich auch immer nicht sterben will und alles nochmal machen möchte. Hm. Ist das nichts zum Einsammeln? Doch, das ist Schrotflintenmuni, das sehe ich doch. Und da oben ist ja auch noch was. Mann! Ich will da hin zur Muni. Genau. Prima. Aha.
Kann man da ja doch noch hin. Da ist wieder eine tödliche Kiste. Aufpassen, Kiste. Ich speichere mal. Hat ja doch ganz gut geklappt hier gerade. So. Ja. Wir dürfen jetzt auch wieder zur Kiste oder wie sieht's aus? Hier und ist in den Ecken noch was? Was ist da? Hinten? Bin ich da hergekommen? Oder ist es eine andere Ecke? Auf jeden Fall hat der Sprung gerade gut geklappt. Bin heute gut mit Springen. Naja. Kann schon mal passieren. Nein, das hat nicht gut geklappt, meine Liebe. Das war gerade eben besser. Prima, aber... Nein, irgendwas muss man doch da machen können. Muss ich dann da hin? Also nochmal gegen die Wand? Aber das doch, macht doch gar keinen Sinn. Und wenn wir einfach so... Oder kann man da nach oben? Ich kann nicht gucken. Geh mal dahin. In die Ecke. Nein! Okay, hier sind überall Schrägen. Dann kann man doch eigentlich nur... Also, das macht ja sonst gar keinen Sinn. Eigentlich doch nur irgendwo geradeaus hinspringen oder so. Das wird nix. Doch, das wird was. Manchmal bin ich von mir selbst erstaunt. Kann man hier oben irgendwo hin? Ich kann nicht gucken und es nervt. Oder über uns. Nee, über uns auch nicht. Es ist brutal. Ich gebe es zu. Und ich habe keine Ahnung, wozu diese Ecke da ist. Es ist einfach nur so eine Folterecke. Für, wenn man sterben will. Da sind wir hergekommen. Nun gut. Dann nicht. Was können wir dann machen? Was ist hier unten? Was ist hier unten? Ah, ich verstehe, es ist alles etwas prekär. Ich merke es schon. Und wenn man da aber unten... Was ist, wenn da unten irgendwo ein Secret ist, man da nur... vorsichtig durchschleichen muss. Oder so. Aber das glaube ich auch nicht. Kannst du hier hoch? Ja. Ja, da heißt es dann wohl jetzt geschickt hinspringen. Sie ist tot. Immer dasselbe mit ihr. Aber gut. Wenigstens stehen wir hier schon so geschickt. Mach mal hier an die, an diese Kante. Wäre etwas besser. Oh, jetzt fängt das hier an. Ich speichere gleich, dann muss ich es, wie gesagt, nicht immer alles nochmal machen. Waren wir eigentlich schon ganz oben? Oh, liegt hier noch was? Nö. Okay. So weit eigentlich herunter, wie geht, ne? Ohne Rutschen, wenn es geht. So. So. Speichern. Und Anlauf nehmen und hoppi die Galoppi. Ja, sie kann's aber. Ich weiß, dass sie's kann. Die kann das schon so schräg. Man muss nur im richtigen Winkel stehen. Och, come on. Nun mach's halt. Wir wollen weiterkommen. Hey, das war doch voll gut. Ich wusste dein Problem, Lara. Du hast schon ganz andere Sprünge geschafft. Das ist... voll unfair. Das regt mich auf. Sprung. Hängst da aber auch gerade blöd. Müssen wir es jetzt echt hier rüber machen? Hier an dieser schweren Kistenstelle? Warte, sterbe ich doch eh gleich.
Ja, ihr wollt es halt so schwer, ne? Ihr wollt es halt mit Absicht schwer. Wir nehmen das kleine Medipack. Obwohl. Naja. Dann halt so. Wenn die Kiste da am Weg ist, dann schubst die mich weg. Scheiß Kiste. Und wenn wir da in die Ecke springen, geht das nicht? Ah! Nee! Da habe ich keinen Bock drauf. Da lade ich nochmal neu. Ja! Ja, ich hab's geschafft, den dummen Sprung. Oh, wo geht das jetzt hin? Hab ich immer Angst, dass ich irgendwo reinfall? Und dann, ach, wir haben sogar ein Fernglas, merke ich gerade. Was ja. Ich sollte nicht einfach so runterpurzeln, wo ich nicht weiß, was da ist. Ach, hier ist ein Schalter. Guck einer an. Betätige ihn. Schlägertyp! Schlägertyp! Wo ist er denn? Ah, da hinten. Ach so. Oh, das sind mehrere jetzt. Oh, oh. Komm her! Okay, den haben wir. Fehlt jetzt eigentlich nur noch einer. Wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist der andere Vogel? Ist der da unten? Nee, da. Okay. Haben wir. Wir haben beide. Ist wenigstens was fallen? Nee, es sind einfach nur wieder hier Bartolis. Bartolis blöde Kerle. Die haben das Leben schwer machen wollen. Und da hinten ist die gruselige Stachelecke. Ja, Mai, wo komme ich denn jetzt hier hoch? Vor allem, welche Leiche ist jetzt wer? Wo habe ich was eingesammelt und wo nicht? Hä? So komme ich denn jetzt hier nirgendwo hoch? Ich will gucken, ob der was... Da konnte man doch hoch oder nicht. Ja. Guck, der hat nämlich noch was fallen lassen. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Und dann können wir auch runtergehen. Ich speichere wieder. Oder wie sieht's aus? Doch, Energie ist noch in Ordnung. Läuft. Wo ist jetzt die Geschichte hier? Die Klappe? Immer die sich rumgelaufen um diese Pyramide herum. Nee, Pyramide kommt noch. Oder hatten wir schon. Besser gesagt, aber Ägypten und so. Hier. Hallo. Hier ist ein Schalter. Was macht der Schalter? Keine Ahnung. Was hat der Schalter gemacht? Der hat irgendwas gemacht. Und der macht das auf. Okay, und was hat der andere Schalter gemacht? Der hat vielleicht ja irgendwo... Wo vorher Stacheln waren, sind jetzt ja vielleicht keine mehr. Ist jetzt nur so ein Gedankengang. Aber irgendwas muss der ja gemacht haben. Hm. Ich will es nur mal wissen. Ach, guck mal, hier. Da.
Klappen. Hier ist auch noch was aufgegangen. Das war doch vorher nicht. Hier ist doch was. Aber wie komme ich da? Das war doch vorher nicht. Hier ist alles jetzt zugestachelt. Warte. Da kann ich doch vielleicht runter. Vielleicht finden wir ja mal wieder was. Das wäre doch ultra. Ich habe ein bisschen Angst hier. Da ist auf jeden Fall die Muni. Und da links ist ein Dino. Endlich finden wir mal wieder einen. Aber wie komme ich an das Ding ran? Ohne hier elendig drauf zu gehen. Scheiße. Ich glaube, da hinten, da geht es doch rum. Ha! Ich hab's gewusst. Irgendwie kommt man da bestimmt hin. Tada, warte mal. Wenn ich hier drauf laufen kann, kann ich hier drauf laufen. Dann wollen wir nicht zur Kiste, wir wollen in die andere gruselige Ecke. Wo ist sie? Die Fallenecke. Fallenecke. Da ist sie. Tja, ich weiß nicht, ob da jetzt auch Klappen sind, dass man von da aus dann halt, wie gesagt, da hinkommt. Eventuell. Speicher mal. Bitte lass da jetzt was sein. Lass da den Weg sein. Ja, ich glaube irgendwie nicht, oder? Nee. Okay, da nicht. Aber irgendwo muss es doch einen Weg geben. Wenn da die Starren sind. Was kann ich dann tun? Puh, schwierig. Nochmal zur Kiste, da wo der Schalter war. Ja, das macht doch auch keinen Sinn, oder? Da konnte man ja nur die eine. Weiß nicht. Dann muss man doch was machen können. Dann vielleicht doch hier unten lang. Wenn wir jetzt hier hingehen und dann einfach irgendwo da unten geht es vielleicht lang. Gibt es eine Abzweigung oder so? Guck mal, hier geht es auch irgendwie so hoch. Was ist da? Kann ich hier irgendwie so hinspringen? Nee. Okay. Irgendwas gibt's da ja vielleicht. Ich weiß es nicht. Noch ein Schalter. Warum? Was habe ich denn jetzt hier ausgelöst? Um Himmels Willen. Irgend so ein Felsblock, der mich hätte töten können. Und was ist, wenn ich den Schalter jetzt benutze? Was passiert dann? Dann geht da eine Klappe auf. Aha. Ja, das hab ich ja dann überlebt. Irgendwie. Ja. Wir suchen immer noch den Weg der Wege. Ich frage mich immer noch, wie man da vorbei kann an diesen Stacheln. Vor allem, weil da ja die Klappe war. Also das ist jetzt schon ein bisschen doof. Aber du kannst ja hier noch weiter rumklettern, ne? Wir klettern mal einfach noch ein bisschen weiter. Wäre aber scheiße, wenn der Dino weg ist. Weil ich da jetzt nicht mehr dann hinkomme oder so. Weil wir hier schon wieder in so einen komplett anderen Bereich kommen und ich irgendwie das dumpfe Gefühl habe, dass wir das eigentlich hätten längst geschafft haben sollen. Was geht denn hier ab? Da stiefelt noch einer rum. Ey, das läuft halt aber gerade alles voll gut. Aha. Und das alles nochmal machen müssen wegen der anderen Geschichte wäre auch scheiße. Komme ich hier lang? Sag mir, dass ich da hinkomme, wo ich lang will. Ja, dann nehme ich doch mal ein großes Medipack. Besser ist.
Ja, es ist alles nicht so einfach hier. Noch ein Schalter. Der wieder irgendwas betätigt hat. Wo ich nicht weiß, wo. Verdammt. Das sind ja alles so viele Schalter und Winkel hier. Ich mach mal eine Fackel an. Man sieht ja halt kaum was. Ist aber schon spannend hier, Leute. Kannst du da irgendwo vielleicht hinspringen? Oder so? Wir müssen ja alles ausprobieren. Ich will den scheiß Dino haben. Fuck. Mann. Den haben wir betätigt. Das ist toll. Da unten, da läuft ja auch noch einer lang. Kann man hier an den Kabeln irgendwas machen? Nein. No. Okay, aber da können wir irgendwas einsetzen. Was jetzt noch nicht geht, ist hier auch noch ein Schalter. Nö. Irgendwas oben. Nö. Dann gehen wir hier zurück. Zu dem Typen. Kann man da hin? Nein. Weiß ich, kann halt nicht mich umschauen, deswegen muss ich es halt so machen. Hier ist noch eine Tür. Ist er denn? Irgendwo latscht er doch da unten rum. Da ist ein Sack und noch ein Sack. Mir geht die Muni langsam aus. Ein bisschen mehr Automatik-Muni wäre toll. Und ich finde hier die ganze Zeit Uzi-Munition, obwohl ich gar keine Uzis habe, oder? Pistolen, Schrotflinte, Automatik. Doch, Uzis. Okay. Die habe ich wohl irgendwann gefunden. Wir haben Uzi-Munition. Die sind natürlich noch besser als die Automatik. Aber gut. War ich jetzt hier gerade? Oder nee, hier ist die Tür aufgegangen. Das heißt, wir müssen da noch hin. Hier ist das alles. Ich will wieder zurück. Ich will wissen, ob wir, wenn wir zurückgehen. Geht das überhaupt? Komme ich da überhaupt jemals wieder hin? Scheiße, ey. Jetzt habe ich den Dino gefunden und habe ihn nicht bekommen, oder was? Aufreger. Aber ich habe, wie gesagt, auch keine Lust, das alles hier nochmal zu machen. Ich denn jetzt mit dem Schalter gemacht? Das ist alles voll verrückt. Ja, Fackel. Das ist mir einfach zu duster. Das sind Granaten. Das ist gar kein Fernglas. Das sind Granaten, Leute. Für den Fall, dass da eine Meute Leute ist. Ach. Guck mal hier. Lass mich raten, da hätte ich vorher auch hingemusst. Und nicht jetzt? Hm. Ein einfacher Steinbruch. Was ist hier? Kann ich hier irgendeinen Wandblock verschieben? Nein. So, jetzt bin ich hier beim Balkon. Kann ich von hier aus irgendwie den Typen erledigen? Guck mal da hinten, da latscht er doch rum. Komm mal her. Komm mal noch ein bisschen näher. Hier im Opernhaus, dann kriege ich dich vielleicht auch. Sehe ich da hinten irgendwas? Da sehe ich auch was leuchten. Ich muss aufpassen hier mit diesem. Und da ist auch noch ein Schlüsselloch, sehe ich gerade. Komme ich hier eigentlich gut weg oder... Gar nicht. Was ist jetzt hier aufgegangen? Hallo. Okay. Und da läuft aber irgendwo noch der Hund. Die Uzis sind cool. Aber es ist eigentlich gerade nicht nötig. Weil wir hier oben stehen. Und ich, jetzt habe ich vor viel Muni verbraucht. Hallo? Naja, komm. Den Hund, den schaffen wir auch noch. Ja, jetzt habe ich die Ebene. Jo. Das war
war ja Gott sei Dank nur einer. Bin ich schön unten. Finde ich gut, aber... Aha. Schön Medipack eingesammelt, finde ich auch gut. Ich habe ein bisschen Angst vor den Säcken auch. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe ewig nicht gespeichert, oder? Ich erschrecke mich immer so. Jetzt bin ich hier wieder. Weißt du, wenn wir hier wieder sind, dann können wir es ja nochmal ausprobieren mit dem scheiß Dino. Wieso erinnert mich jemand nicht ans Speichern? Ja, gut. Irgendwas muss ja hier... Geil, ey. Jetzt kann ich das alles nochmal machen. Man kann sich hier nicht fallen lassen einfach. Es muss doch einen Weg geben, wo man da langsam hinschleichen kann. Vor allem, wenn hier links... Das kann doch gar nicht sein. Vor allem, weil da so ein Holzweg hinführt. Und wenn wir einfach nochmal dahin gehen, wo wir hergekommen sind, macht das Sinn? Ist da vielleicht auch nochmal was freigegangen an Gang? Oder so? Hier jetzt irgendwie... Kommt man da hin? Wenn wir jetzt da uns runterfallen lassen oder so? Ich habe doch keine Ahnung. Ich probiere hier gerade so ein bisschen rum. Wir müssen ja irgendwie auf die andere Seite kommen. Kann man da... Es ist schön hier unten, aber die Frage ist, wie komme ich dahin, ohne zu sterben? Ich will auf den Balken. Nein. Kann man auf dem Balken landen? Ich weiß es nicht. Und ich probiere das, wie gesagt, nur aus, weil ich hoffe, wenn man da irgendwie unten hinkommt oder so. Oh, es war eigentlich schon ganz gut. Die Frage ist, ob man da halt überhaupt drauf landen kann. Wenn nicht, dann ist das hier sowieso alles sinnlos. Das ist ziemlich hoch. Und sie kann hier nicht entlang hangeln. Ein Versuch noch und dann beende ich den Part, weil ich keinen Plan habe. Ich werde mich auch... Nee, das war auch zu weit rechts. Okay, ach, scheiß drauf. Aber irgendwie müssen wir an den Dino rankommen. Ich werde mich mal schlau machen, wie das geht. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Tomb Raider 2. Bis dann. Tschüss.